Im letzten Part haben wir den Verbannten im Siegelhain besiegt und haben nun auch gelernt, wie wir mit der Lyra der Göttin spielen können. Tja, und jetzt müssen wir zu Zeldas Vater. Der schaut ja eh schon ziemlich besorgt. Direktor Gerpora, den Namen habe ich übrigens auch gar nicht mehr gewusst. Oh, da bist du ja, Link. Ich freue mich, dass du wohl auf bist. Hast du etwas über Zeldas Verbleib herausfinden können? Ja, die sind ja jetzt in eine andere Dimension durch so ein Zeitportal durchgegangen. Ich verstehe. Oh, Zelda. Nein, ich schaff nicht klar. Sonst wird die Last, die du auf deinen Schultern trägst, noch schwerer. Was? Du willst den Text des Liedes erfahren, dass Zelda am Tag der Vorratszeremonie gesungen hat? Ich helfe dir ja gerne, aber ich bin wirklich kein großer Musiker. Der Text genügt. Oh Gott, bitte nicht singen. Und ich dachte schon, naja, umso besser. Warte einen Augenblick. Habe ich den eigentlich so im ersten Part gesprochen? Ein Jüngling geleitet von der Göttin wird Himmel und Erde verbinden. Und, oh Gott, das schlägt auf die Stimme. Und das Licht bringen. Und weiter geht es so. Oh Gott, dass das außerdem so langsam geht. Kannst du ein bisschen... Ich glaube, wenn ich auf A drücke, kann das sein. Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Ein Weg wird sich öffnen, das Echo des Liedes erschallen. Oh mein Gott. Dies ist der Tag des Liedes. Der Turm des Lichts ist der Turm am Dorfplatz. Aber die großen Flügel, wenn man zwei Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Zwei große Flügel. Ja, ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Und ich muss auch sagen, dass ich mich an den Abschnitt des Spiels gar nicht mehr so gut erinnern kann. Nö, wirklich, da muss ich mich gerade eben ein bisschen schlau machen, wie das geht. Also vor der Aufnahme, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig im Gedächtnis hatte. Wie gesagt, so gut habe ich das Spiel ja nicht gespielt. Ich habe ja nur mal zugeschaut, wie jemand anderes es gespielt hat. Und ja, diesen Abschnitt habe ich scheinbar verpennt. Aber wir wissen doch alle, was gemeint ist, oder? Ja. Gut, ja. Zelda und Impa sind ja... Irgendwie kapiere ich das immer noch nicht ganz, was da passiert ist. Also, sie sind durch ein Portal, durch ein Zeitportal gegangen und jetzt irgendwo woanders gelandet. Wie gesagt, privat bin ich ja mit dem Spiel auch noch nicht mal durch. Also derjenige, bei dem ich immer zuschaue, ist noch nicht damit durch. Und deshalb weiß ich gar nicht, wie das Spiel eigentlich ausgeht. Umso gut, dann kann ich nicht aus Versehen spoilern. Okay, ich weiß ungefähr, was wir als nächstes tun müssen. Jetzt kommt aber was sehr Witziges. Als Sidequest kann man es nicht bezeichnen, aber... Gut, wir müssen diese zwei Türme mit diesen Windmühlen finden. Wo haben wir denn? Das da ist der Turm des Lichts da. Und wo sind die zwei Windmühlen? Bei einer fehlt ein Flügel, bei der anderen... Moment mal. Gehen wir erstmal zu dem einen hin. Ja, die zu finden. Der Dorfplatz ist ja... Dorfplatz. Okay, übrigens, wollte auch noch mal was erwähnen. Ist das nicht eh hier? Hier sind irgendwo so ein paar Schmetterlinge. Wir haben ja im letzten Part erfahren, dass wir, wenn wir die Lyra der Göttin da spielen, wo diese Schmetterlinge umherflattern, dass dann sich diese komischen Steine auftun. Ich habe das jetzt hier probiert, ja, hier am Dorfplatz gibt es ja irgendwo was. Habe schon eine Fehlaufnahme gestartet, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich weiß also nicht, wieso es nicht geklappt hat. Vielleicht, ne, ich weiß nicht. Ich könnte mir am ehesten noch vorstellen, dass da, wo ich das gespielt habe, vielleicht gar keiner von diesen Steinen ist. Ich werde versuchen, alle zu finden. Am Vulkan Eldin ist auch so eine Stelle. Da flattern überall diese blauen Schmetterlinge herum, aber da ist einfach nichts. Ja, da drüben ist einer dieser zwei Flügel. Die müssen wir nämlich ausrichten. Da gibt es auch so ein... Wo bin ich hier gelandet? Hier war ich ja noch nie. Schauen wir mal kurz rein. Ja, ja. Ja, und übrigens... wirklich, hier war ich noch nie. Ich glaube, das ist mit irgendeiner späteren Sidequest verbunden. Übrigens, wir könnten von dem Goronen, der da ja irgendwas an die Wand gekritzelt haben wollte, ein Herzteil bekommen. Das wollte ich eigentlich holen, allerdings ist das, glaube ich, mit einer ziemlich langen Charade verbunden und ich wollte jetzt einfach mal zocken. So, wie komme ich denn jetzt an diesen einen Flügel da ran? Ich sehe ihn doch, da oben ist er. Kommen wir... Er ist doch da oben! Langsam nervt es, dass ich hier die ganze Zeit herumirren muss. Jetzt komm schon, ich renne einfach mal den ganzen Weg nach oben zum Hügel. Oh, oh, warte, die nehme ich mit. Ich glaube, da oben, oder? Gott. Ja, hier. Und jetzt? Ja. Erstmal metzeln. Ja. Jungs, viele haben gesagt, ja, hier muss ich jetzt, soweit ich weiß... Oh, Moment, das ist doch der falsche, oder? Hier. Ja, das ist der defekte. Tolle Wurst, tolle Wurst. Ich glaube, der hilft uns weiter.
Du hast doch tatsächlich meine kleine Cookie gefunden. Was, das ist der Vater von der Cookie? Das wusste ich gar nicht. Du bist ein toller Kerl, Link. Vielen Dank. Übrigens, findest du nicht, dass das Wetter heute hervorragend ist? An so einem Tag würde ich am liebsten in der Kürbisbar sitzen und mir ein Glas kalte Limonade gönnen. Aber ich muss ja diesen Schrank für meine Frau reparieren. Ah, wie mich das nervt. Seid gewiss, nein. Okay, gut. Ja, ihr merkt, der hier ist kaputt. Normalerweise könnte man da mit diesem Blasebalg was machen. Wo ist denn der andere Windmühlenflügel? Zwei gibt es. Ist es nicht eh der da drüben? Schauen wir mal nach. Ne, das kann ja nicht sein. Wie? Ich muss jetzt schon wieder die Aufnahme abbrechen. Der eine ist defekt. Ja, ich weiß, wie man ihn reparieren kann. Und der andere ist wo? Schau mal nach. Der da oben kann es ja nicht sein, oder? Schau mal einfach trotzdem mal nach. Kann ja nicht schaden. Aber ich glaube, nee, das ist er nicht. Oder? Schau mal nach. Da oben sind Käfer. Die nehme ich aber mit. Und zwar, oh, das ist ein großer. Schnell, 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 schnell. Ja, haben wir den eigentlich schon? Achso, sind es sogar zwei. Ding mal, ja, wieso ist gerade nur einer runtergefallen? Die sind wahrscheinlich parallel runtergefallen. Ich glaube, den habe ich noch nicht, oder? Ja, super. Okay, die Aufnahme werfe ich nicht mehr weg, aber langsam raste ich aus, wenn ich diesen zweiten Flügel nicht finde. Ja, da oben sind Flügel. Aber das ist vom guten Terry. Wo ist denn da unten? Halleluja, da unten. Super. Ich glaube, das hier war doch auch in der Nähe dieser Stein mit den Schmetterlingen. Ja, manchmal funktioniert es halt einfach nicht. So, ihr merkt, hier ist schon so ein Teil drinnen. Und den müssen wir jetzt pusten. Und zwar so lange, bis was leuchtet. Muss ganz ehrlich schön an den Abschnitt, kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Und zwar, wenn dieses Emblem... Ich puste mal langsamer. Ja, ihr merkt, jetzt leuchtet es super. Das war's. Und den zweiten reparieren wir, glaube ich, wie folgt. Ja, hier war das, hier war das. Ich spiele hier einfach nochmal dieses Lied. Falscher. Weil die Ocarina in Ocarina of Time halt auch so war. Hier könnte man doch was erreichen, oder? Nein? Oder spiele ich das Lied einfach nur falsch? Im letzten Part habe ich nämlich ganz hervorragend gespielt. Naja. Gut. Wie es weitergeht, ist das hier der Bazar? Ich glaube schon, oder? Am Bazar geht es nämlich weiter. Nämlich, ihr merkt, da fehlt ein Teil. Und dazu müssen wir zu ihm hier. Oh ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir deine... Ja, will ich aber nicht. Was? Hä? Ich habe ja was für dich zu tun. Okay, ich schätze einfach mal, dass ich zuerst mit diesem Vater von der Cookie reden muss. Um halt wirklich ja, festzustellen, ja, der Flügel ist hin. Verdammt nochmal. Boah, eigentlich, das stört mir an Skyward Sword ehrlich gesagt schon, dass ich immer viel, viel zu lange brauche. Also ihr merkt, ich habe jetzt schon ganze 8 Minuten aufgenommen und praktisch sehe noch gar nichts in dem Part erreicht. Also praktisch könnte ich den Part genauso gut wegwerfen. Boah, das stört mich schon ein bisschen. Wie wenn ich jetzt nachschauen muss. So, du da, hilf mir mal mit dem Teil hier. Ja. Ja, hallo. Was ist denn los, Link? Na endlich. Ich muss jetzt den anderen einstellen, denke ich mir ja. Interessierst du dich für dieses tolle Windrad hier? Es lässt sich so ausrichten, dass es den Wind immer optimal nutzt. Ja, ich möchte es umdrehen. Naja, zumindest war das mal so. Hier fehlt ein kleiner Propeller und deshalb lässt sich das Ding nicht mehr ausrichten. Eine Schande. Der Propeller ist wohl irgendwann mal nach unten gestürzt. Und wir wissen ja bekanntlich schon, wo er liegt, nämlich am Vulkan Eldin. Erinnert ihr euch? Zudem steht es hier leider nur nutzlos in der Gegend herum. Kein Mensch denkt daran, sich darum zu kümmern. Ich empfehle, den Windradpropeller im Erdland zu bergen, um das große Windrad bewegen zu können. Dass der Typ sich gar nicht wundert. Oder? Was, ob ich das Windrad reparieren kann, wenn du mir den Propeller bringst? Tja, ich könnte jetzt mal versuchen, aber dazu brauche ich eben den Windradpropeller. Ja, wir wissen ja, wo er ist. Aber der ist leider viel zu schwer. Wie willst du denn überhaupt nach dem Propeller suchen? Schließlich ist er nach unten in die Wolken gefallen. Ja, scheinbar, diese Hinterdörfler kriegen gar nicht mit, dass wir schon da unten waren. Da fällt dir was ein. Sprich doch mal mit Doruko aus der Werkstatt. Der hat doch so einen kleinen fliegenden Roboter, der seinen
der seinen Ahnen gehörte. Ich habe gehört, früher soll dieser Roboter Zeug durch die Gegend transportiert haben. Naja, alte Geschichten vom Dorokus Familie. Ich weiß ja nicht, ob da was dran ist. Doch und wie. Und jetzt müssen wir zurück. Mein Gott, ich tue in dem Fall alles in der falschen Reihenfolge. Aber jetzt läuft's. Und wie's läuft. Die Nase läuft. Nee, keine Sorge. Das spreche ich in letzter Zeit oft an. Ich habe schon in zwei anderen Let's Plays angesprochen und spreche es in dem auch an. Meine Nase läuft nicht, falls das jetzt jemand denkt. Ich bin zwar ein bisschen angeschlagen wegen dem schlechten Wetter und so. Im Herbst bin ich immer in irgendeiner kleinen Weise angeschlagen. Eine Krankheit oder so. In dem Fall ein bisschen Fieber, aber krank bin ich nicht. So, und jetzt zufällig repariert habe. Hey, kleiner Freund, du guckst ja belämmert rein. Wie, du hast eine Bitte an mich? Ganz genau. Was? Der Roboter meines Opas? Kommst du denn auch, um mich auszuladen, wenn es mir nicht gelingt, ihn zu reparieren? Nein? Was sagst du? Du willst mit meinem Roboter etwas aus der Welt unter den Wolken holen? Heißt das, du glaubst mir die Sache mit meinem Opa und dem Roboter? Das freut mich, aber ich glaube nicht, dass ich dir eine große Hilfe sein werde. Der Roboter ist leider... Ja, das sind ja die aus der Wüste Ranel. Das sieht ihn dir an. Er heißt Trapo. Naja, er sieht aus wie ein Haufen Schrott, oder? Das heißt, man könnte ihn eins rufen und allerhand Sachen von einem Ort zum anderen transportieren lassen. Aber jetzt, ach, du siehst es ja selbst, er funktioniert einfach nicht mehr. Opa sagte, man könnte ihn reparieren, wenn man den Extrakt einer Blume als Schmieröl verwendet. Das handelt sich dabei um eine Ionenblume. Aber von sowas habe ich noch nie gehört, geschweige denn habe ich je so eine Blume gesehen. Ja, wir haben ja eine aus der Ranel-Wüste. Was sagst du da? Du hast so eine? Das ist ja fabulös. Bitteschön. Jetzt schmier ihn mal ordentlich. Das ist eine Ionenblume. Tatsächlich, die Essenz der Wurzel gibt ein absolut hervorragendes Öl ab. Na bitte, absolut Biotreibstoff. Das sieht man doch gerne. Unglaublich, damit kann ich meinen Trapo endlich reparieren. Warte einen Moment, ich mache mich gleich an die Arbeit. Na bitte, ist eigentlich eine ganz interessante Nebenstory, muss man sagen. Sowas liebe ich ja an Spielen, so kleine witzige Nebenstories, die eigentlich gar nichts mit der Hauptstory zu tun haben. Oh, und fertig. Ja. Aber andererseits, der wurde ja bestimmt jetzt auch neu angemalt, oder? Gerade eben war er noch voll rostig und jetzt sieht er wie neu aus. Ja. Solche Roboter haben wir ja schon zuhauf gesehen. Na, mein Freund. Danke, ich bin wieder voller Energie. Ich bin jederzeit bereit, wenn es etwas zu transportieren gibt. Ein fröhlicher kleiner Roboter. Wer ist denn der grüne Wicht? Er spricht, Trapo spricht. Ha, ich bin der beste Mechaniker aller Zeiten. Guck mal, Trapo, der grüne Kerl, der hat mir geholfen, dich zu reparieren. Also sei ihm dankbar, verstanden? Ha, dieser Wicht. Also gut, vielen Dank, dass du dabei geholfen hast, mich zu reparieren. Reicht das? Unhöflich. Also wirklich, wie sprichst du denn mit deinem Lebensretter? Sei ein guter Roboter und hilf ihm, ja? Und zerfreue ich, nachdem ich arbeite für dich. Pa, das ist mir doch egal. Ich rede, wie ich will und basta. Und ich lasse mich doch nicht von so einem Weg herumkommandieren. Sehr höflich, sehr höflich. Gepieter. Dieser Satz. Es ist möglich, den herabgestürzten Winterpropeller für das große Winterrad mit der Aurasuche zu finden. Ich weiß ja schon, wo er ist. Ich weiß ja, wo er ist. Er ist jedoch zu schwer, um ihn in der Tasche hierher zu tragen zu können. Wie, was, oh, oh. Fa-fa-fei, di-fei, oh-verehrte-fei, wie kann ich euch dienen? Sehr wohl-verehrte-fei, so schwer es auch sein mag für euch, trage ich es bis ans Ende der Welt. Ach, für die tut er auf einmal das. Wieso auf einmal... Das lese ich gar nicht mehr vor. Mit Hilfe des Roboters ist es möglich, den Windradpropeller aus dem Erdland hierher zu transportieren. Begib dich nun auf die Suche nach dem Propeller. Ja, mache ich ja schon. Also, ich helfe dir, grüner Weg. Frag die verehrte Fei, wenn du mich brauchst. Ich kann ihre Gedankenwellen aufspüren. Bitte die verehrte Fei, mich zu rufen, wenn ihr etwas transportieren soll. Ach, jetzt macht er auf einmal was. Dass sich der Typ übrigens gar nicht über Fei wundert, der Mechaniker da. Ich will so endlich die Sachen, die unter die Wolken gestürzt sind. Vielleicht hilft dir ja unser schrulliger Wahrsager darüber. Er sieht aus wie ein Hohlkopf, aber seine Vorhersagen sind meistens gar nicht mal so übel. Das stimmt eigentlich wirklich, aber ich brauche ihn nicht. Ich weiß ja, wo das Teil herumliegt. Ja. Oh Gott, der spricht mir auch noch an. Oh, warte einen Augenblick. Ist das jetzt eigentlich ein Er oder eine Sie? Ich glaube, vom Bart her schon ein Er, aber die Frisur ist halt so wie eine Frau. Du siehst emsig aus, Junge. Das lese ich nicht vor. Entschuldige.
Übrigens, es gibt sowohl bei Paper Mario, den Trick verwende ich eigentlich immer bei Paper Mario, zumindest habe ich das früher, als ich die Spiele noch nicht so gut kannte, immer verwendet. Nämlich, den muss man ja bezahlen, den Wahrsager, so wie Paper Mario auch. Aber, wenn man zuvor abspeichert, sich den Hinweis holt und dann gleich Reset drückt, dann, ja, dann hat man den Hinweis umsonst. Könnte man bei dem hier auch machen, aber wir wissen ja bekanntlich, wo er ist und ich bin sicher, jeder... Ziemlich witzig, wenn er da abprallt, der Wolkenvogel. Ich bin sicher, jeder, der ein bisschen am Vulkan Eldin sich umgeschaut hat, weiß ja, wo der ist. So, wo ist denn jetzt der? Na toll, ich bin ausgerechnet von der falschen Stelle aus abgesprungen. Der ist ja auch gar nicht so weit weg. Da werde ich jetzt auch gar nicht groß schneiden. Stört mir halt allerdings trotzdem ein bisschen, dass ich halt so lahm vorankomme. Versteht ihr? Dieser Wolkenvogel und generell Link ist in dem Spiel so lahm. Vor allem auf Dauer diese Energieanzeige. Die Energieanzeige ist ja schön realistisch und eigentlich eine gelungene Abwechslung. Aber manchmal, man hätte es ja so machen können, dass man im Laufe des Spiels vielleicht genauso wie Herzcontainer Container kriegt, die irgendwie die Ausdauer erhöhen. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre eine richtig gute Idee gewesen. Naja. Aber jetzt nicht so ein Weltuntergang. So, Tempel am Vulkan, denn genau da in der Nähe ist er. Dieser kleine Roboter ist ganz schön frech, habt ihr es gemerkt? Er beleidigt ernsthaft Link als Wicht und für feil wird er bis ans Ende der Welt reisen. Naja. Oh ja, da oben. Ihr merkt, da oben sind viele Schmetterlinge. Da werden wir jetzt aber mal die Lyra spielen. So. Nein, falsch. Nein, nein, nicht nach unten. Nicht nach unten. Nämlich nach oben. Und jetzt spielen wir schön die Lyra. Genau, ihr merkt, jetzt hat es auf einmal ganz einfach funktioniert. Ich glaube, da oben im Wolkenhorst ist an der Stelle einfach keiner von denen. Was haben wir da Schönes? Eldin-Erz, was ich schon immer brauchte. Übrigens, ihr habt es gemerkt, da rechts ist auch noch was ich frei bomben könnte. Ihr merkt, uns viel fehlt uns nicht mehr. Allerdings sind das ja nur so Nebenitems. Schießt es. Ja! Ich weiß es, mein Freund, ich weiß das. Die geben teilweise, manchmal geben sie nützliche Informationen, diese komischen Typen, aber manchmal geben sie echt Hinweise, wo man sich denkt, Alter, welche Leute spielen das Spiel? Also wenn manche Leute wirklich, ja, ja, fei, ich habe übrigens gerade gesehen, wie der Knopf da blinkt, ja, ja, oh, ach, deshalb hat er gesagt, weil hier hinten ein Artefakt drinnen ist. Oh, Moment mal, das hätte ich eigentlich schon früher erreichen können. Die meisten, oder? Korrigiert mich, falls das möchte ich echt. Ich brauche manchmal teilweise echt eure Hilfe, wenn ich ein Artefakt vergessen habe. Aber ich glaube, so viele dürfte ich nicht vergessen haben. Und wenn ja, dafür habe ich ja euch. So. Bomben wieder voll aufmagazinieren. Ja, und hier unten ist er. Moment mal, kann ich eigentlich mehr als 15 Bomben mittragen? Ich habe ja schon so lange keinen Part mehr von dem Let's Play aufgenommen. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Dieses Objekt scheint der gesuchte Windradpropeller zu sein. Es ist möglich, den Roboter zu rufen, um ihn abtransportieren zu lassen. Soll ich den Roboter nun rufen? Ja, Jungs, entschuldige, dass man heute alle Fahrzeuge, die vorbeifahren, so deutlich hört. Sehr Wohlgebieter, ich werde den Roboter wie gewünscht rufen. Dieser Roboter scheint sehr gut gebaut zu sein von seinem Opa, wenn er diese Wellen von Fei, ja, hören kann. So, da ist er da, der Hosenmatz! Du bist ein Scheißer. Verehrte Fei, ihr habt mich gerufen. Das hier soll ich abtransportieren. Du stehst im Weg, grüner Wicht. Mach gefälligst Platz. Alter. Mein lieber Hosenscheißer, du sollst nicht den Mund zu voll nehmen. Link hat ein Schwert. Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Na, so will man das doch sehen. Aber der ist ganz schön frech. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Propeller an seinen Platz bringst. Um nochmal auf das eine Thema gerade eben zurückzukommen. Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit ein paar weniger Parts von dem Let's Play gemacht habe, aber ich hatte ein bisschen viel mit anderen Projekten zu kämpfen. Und auch, wie viele Bomben kann ich eigentlich tragen? Ich glaube 20, oder? Ja, das ist echt erstaunlich, dass ich das nicht mehr weiß, weil der letzte Part schon so lange her ist. Ich hatte halt in der letzten Zeit keine Zeit für dieses Projekt, weil ich halt viel mit anderen Projekten und auch privat sehr beschäftigt war. Das bitte ich ein bisschen schön entschuldigen. Dass ich halt jetzt ein paar weniger Parts gemacht habe. Dafür nehme ich heute 2 am Stück auf. Vielleicht sogar 3. Machen wir heute mal einen Zelda-Tag. Ich habe Bock auf das Spiel jetzt mittlerweile. Wieder. Ich habe auch wirklich eine Zeit, wo zwischen diesen Bossen muss ich mich echt ein bisschen erkundigen, wie komme ich am schnellsten voran. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil...
Ja, ihr merkt, jetzt fliegt uns der Roboter hinterher. Der kann auch versenkt werden, also immer schön den Pfad gehen, der von Dekus und den anderen Viechern weit entfernt ist. So, jetzt flieg gefälligst durch, du dummer Wolkenvogel. So, und Stoff geben! Ja, super. Ladezeiten. Aber da hatten wir ja schon ganz andere Beispiele. Sonic. Wir landen auch schön an der Stelle. So. Läuft. Die Lieferung ist da. Ein praktischer Windradpropeller. Bitte sehr. So, hier Nebenaufgaben finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht. Rufen wir jederzeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt. Für die verehrte Feierpflege bis ans Ende der Welt. Jetzt wiederholt ihr auch schon wie fei die Sätze. Das nervt. So. Ist das nicht der kleine Roboter von unserem Doruku? Ich glaub's nicht. Das ist doch unglaublich. Du hast also tatsächlich den Windradpropeller aus der Welt unter den Wolken geholt. Was mich wundert, die Lichtsäule ist da drüben und das Windrad ist da. Also der kann dann rein theoretisch gar nicht darunter geflogen sein. Weil dieses ganze Gerede von Dorukus Ahnen am Ende wirklich wahr? Ich fass es nicht. Da wird der Wolkenvogel in seinem Nest verrückt. Aber gut, ich kann ja mal versuchen, das Windradtier zu reparieren. Das machst du besser hurtig. Das hier hin und das dorthin und dann noch hier. Waren die wirklich zu faul, das zu animieren, wie das da dran schraubt? Das sollte es gewesen sein. Wenn du den Propeller dazu kriegst, dich zu drehen, kannst du das große Windrad wohl jetzt ausrichten. Hey. Wer ist denn da? Gelan. Oh, so ein Ärger. Meine Frau hat mich gebeten, den Schrank in unserem Haus zu reparieren. Sie steht hier auf der Suche nach irgendjemandem, der irgendetwas für sie erledigt. Dann bis später, Link. Die Mutter von der Cookie? So eine Keifen? Das hätte ich nicht erwartet. Okay, ja, ich wundere mich, wenn er den Schrank reparieren soll, was macht er dann hier? Naja, man muss in dem Spiel nicht alles verstehen. Hauptsache, es macht Spaß. So, ich schätze jetzt mal, blöd ist, hier kann ich jetzt diesen Fleck, der blinkt, nicht immer gut sehen, aber ich schätze mal, ich muss es auch so drehen, dass ich sehe, dass es blinkt. Mal guckst du, da hinten fliegt wieder der gute Terry. Von dem kaufen wir in dem Part besser nichts, denn wir haben ja schon alles, was das Cherry-Herz begehrt. Und? Ja, super! So funktioniert's. Und jetzt passiert hier oben was. Naja, wie man sagt, jetzt gibt's mehr Zelda-Parts. Um den Satz von vorher noch zu beenden. Gut, wenn ihr den Schrank repariert, wieso sitzt er dann auf einmal hier oben und kümmert sich um den Windmühlenflügel, den seine Frau bestimmt. Obwohl andererseits, dann müsste der Alten halt erklären, dass... Obwohl, so alt ist sie eigentlich gar nicht. Das ist halt so ein österreichischer Ausdruck, die Eute. Die Eute, versteht ihr? Wer in Österreich mal war, der weiß, dass dort alle so mit den Frauen reden. Gar nicht im bösen Sinn gemeint. Hier in Österreich haben die Frauen auch teilweise mehr zu sagen als die Männer. So wie einst bei den Wikingern, erinnert ihr euch? Vicky und die starken Männer, das fand ich immer so witzig, wie die Frauen da die Wikinger verprügelt haben. Vom schrecklichen Sven kämpfen sie immer und dann von den Frauen hauen sie ab. Hier haben wir ja auch schon ein Juwel der Güte gefunden und jetzt geht's hier nach oben. Ich glaube, hier muss ich dann auch wieder diese Lyra verwenden. Na los, Link! Gib mal ein bisschen... Hey, ich schüttel doch. Ja, gib ein bisschen Stoff, mein Freund! So. Ja. Schwert gen Himmel. Ich finde immer noch, das klingt ein bisschen zweideutig. Ich finde immer noch, das ist nicht ein... Moment mal, hier in der Mitte vielleicht? Moment mal, ich habe jetzt einen aufgeladen. Aber... Oder, ich glaube, ich muss die Lyra zücken. Oder? Ja. Ich bin dann mal ruhig. Thank you.
Ich spüre, dass sie am Ende dieses Lichtstrahls Hinweise zu den drei Flammen befinden. Ich würde daher empfehlen, die Nähere zu untersuchen. Ja, die drei Flammen brauchen wir nämlich, um das Zeitportal, oder wie auch immer das Portal, die sie mag mit dem Namen lieb, zu aktivieren. Ja, und jetzt kommt was richtig Geniales. Ich habe mir schon öfters, als ich das Spiel das erste Mal angerührt habe, da habe ich mich die ganze Zeit gewundert, was um alles in der Welt, warum ist da hinten so ein riesiger Tornado? Also ihr habt es ja hinten ja schon die ganze Zeit gesehen, da wo dieser Lichtstrahl reingeführt hat, ist ja so ein Tornado oder eine Windhose oder ihr merkt dieses riesige, ja, von Wind umgeben richtig. Erinnert mich gerade ein bisschen an Zelda Phantom Hourglass. Ja, Zelda Phantom Hourglass, viele kritisieren, aber Zelda Phantom Hourglass hatte, wenn man diesen Tempel des Meereskönigs wegrechnet, da kann ich mich erinnern an diesen einen Tempel mit diesen komischen Geistern da. Wie war denn das? Da müsste man ja auch irgendwie so was Verstecktes aufdecken, so einen versteckten Tempel oder so. Oder auch das mit diesen Goronen da, das war schon richtig genial. Ja, und dieser riesige Hurricane oder was das hier immer darstellen soll, hat doch tatsächlich Bedeutung. Nämlich können wir da hinein. Nämlich hier. Ja, und Zelda Phantom Hourglass. Irgendwie hätte ich das jetzt schon Bock zu Let's Playen. Gut, ja, und ihr merkt, jetzt sind wir hier drinnen. Hier fliegen diese Viecher herum. Und hier drinnen, ihr merkt, dieses, ich glaube, in Hurricanes drinnen oder Tornados. Hurricanes. Haut ab, ihr komischen Vögel! Langsam reicht! Haut ab, haut ab, haut ab! Ja. Und hier gibt es jetzt einige Inseln. Was nicht so, auf einer von denen gibt es ein Secret oder so. Hier richtig schöner Regenbogen. Was gab es denn da noch schnell? Herzen, jö. Gehen wir mal zu der Insel hoch. War hier nicht irgendwo ein Secret? Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Wie sie ja sagt, schon ein Weilchen her. Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen einen längeren Part. Was gibt's denn hier Schönes? Erstmal Spinnen? Schauen wir uns hier erstmal um. Kann ich mich gar nicht erinnern, die Insel hier. Oh! Hat Basic Andreas die überhaupt gefunden? Weiß ich gerade gar nicht. Was haben wir denn da drinnen? Oh, das ist gut! Ein Schattenkristall. Das ist ein sehr seltenes Item. Haben wir das überhaupt schon? Nein, Tatsache! Super! Das ist sehr gut, das ist sehr gut. So, dann würde ich mal vorschlagen, ich glaube, wir können hier auch... Nö, können wir nicht. Dann eben was anderes, nämlich runterschießen. Verbraucht zwar viel Munition, aber es erfüllt seinen Zweck wenigstens. Ja, dann klettern wir da mal hoch, so, die noch einsammeln und dann nach oben da. Ich finde aber diese Atmosphäre, die hier drin erzeugt wird, mit diesem, ja, mit diesem, ich will schon fast sagen, blauen Hintergrund, mir gefällt das irgendwie. Es ist irgendwie, mir fällt gerade auf, hier regnet es ja in diesem Spiel drinnen. Das habe ich auch nicht gewusst, das hat mir einer meiner Abonnenten neulich erzählt, nämlich Nintendo, also ihr merkt, hier regnet es ja hier innen drin. Das ist mir früher gar nicht aufgefallen, als ich hier war. Naja, aber Nintendo war, soweit ich weiß, zumindest hat mir dieser eine Abonnent so verklickert, Nintendo waren die Ersten, die in einem Videospiel wirklich sichtbaren Regen reingebracht haben. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass es da so einen großen Wettstreit gibt, aber das ist echt interessant. So, gut, hier geht's weiter. Hier haben wir diesen schönen Turm hier. Mir fällt echt jetzt erst auf, dass es hier regnet. Ich habe dir etwas zu berichten. Die Insel ist sehr bekannt. Man nennt sie die Städte der Lieder. Die Göttin selbst hat diesen Ort für dich geschaffen. Mir ist jedoch nicht bekannt, wie das Erreichen des Turmes möglich ist. Ich empfehle dir, die Umgebung einer Möglichkeit zu untersuchen. Ja, und jetzt kommt ein sehr nerviges Puzzle. Das muss ich leider sagen. Jetzt kommt ein nerviges Puzzle. Nämlich, wir müssen... Moment mal. Wenn wir hier dran schieben, oder von der anderen Seite, glaube ich, dann bewegen sich alle diese Plattformen gleich. Und wir müssen sie alle drei in eine Linie bringen. So, und Moment mal, jetzt drehen wir mal in die andere Richtung. Nein, geht nicht. Oh, doch, doch, geht. Doch, ich glaube, hier muss ich. Ja, oh, so geht's auch. So geht's natürlich auch. Moment mal. So, jetzt sind zwei in einer Reihe. Und ihr merkt, diese Plattformen da hinten bewegen sich mit. So, jetzt klemmt das eine hier fest. Und jetzt, nein, Moment mal. Okay, ich habe schon gedacht, ich hätte es quasi. Aber ich kann ja nicht in die andere Richtung. So,
Aber das müsste machbar sein. Ich glaube, ich habe das Erfolgsgeheimnis jetzt praktisch gesehen. Ihr merkt es, da rechts bewegen sich Plattformen mit uns. Und mit denen können wir den Turm erreichen. So, so nach oben. Probieren wir mal von der Seite. Ja, ich hab's. Ich hab's einfach mal geschafft. Eines der schwersten Rätsel im ganzen Spiel einfach mal so geschafft. Achso, ja, von hier aus. Ich habe zuerst gedacht, da hinten wäre ein Secret, aber nein. So kommen wir ja überhaupt wieder von hier weg. Ich habe eines der schwersten Rätsel des ganzen Spiels einfach mal so popel einfach gemeistert. Manchmal frage ich mich echt, bei einfachen Rätseln wie in Ocarina of Time damals scheitere ich und hier auf einmal First Try. Naja, von hier aus können wir uns da jetzt reinquetschen. Rein mit dir, da Link. Und wie es hier drinnen weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Tschüss!